Geparkt in Reih und Glied steht in Rüsselsheim nahezu die gesamte Kompakt-Kombi-Geschichte von Opel. Der Grund dafür ist rasch gefunden, denn es gilt, einen neuen Astra-Kombi standesgemäß zu begrüßen. Von Opel weiß man ja einiges, gibt es ja auch schon seit 160 Jahren. Also Opel der Zuverlässige, Opel der Komfortable, Opel der Lademeister und jetzt neu Opel der Teilelektrische. Und mit teilelektrisch nehme ich die Antriebsart schon mal vorweg, denn der Testwagen, den ich ausführen darf, ist die aktuelle Top-Motorisierung des Astra Sports Tourer. Das bedeutet 180 PS Systemleistung aus einem Plug-in-Hybrid-Antriebsstrang. Dasselbe Antriebssetup wird im Laufe des Jahres auch noch mit 225 PS Systemleistung angeboten. Das bedeutet, künftig gibt es zwei Plug-in-Hybrid-Varianten des Astra Sports Tourer. Für die 180 PS Variante gibt Opel einen WLTP-Verbrauch von 1,2 Liter auf 100 Kilometer an. Das dafür die verbaute 12,4 Kilowattstunden große Batterie immer artig geladen werden sollte, versteht sich von selbst. Rein elektrisch fährt der Astra Sports Tourer bis zu 60 Kilometer weit. Allerdings nur, wenn man die Systemleistung nicht ständig abruft. Denn auf Bedarf geht es von 0 auf 100 in 7,7 Sekunden und der Topspeed liegt bei 225 km/h. Diesel- und Benzinvarianten werden ebenfalls angeboten, doch dabei möchte Opel es noch nicht belassen. Wir waren schon in der Ankündigung immer flotter als viele andere. Wir haben ja gesagt, wir werden voll elektrisch. 2028 sind wir voll elektrisch und natürlich werden wir für dieses Fahrzeug auch 2023 den rein batterieelektrischen Antrieb anbieten. Egal ob elektrisch, hybridisch oder klassisch angetrieben, der Astra Sports Tourer ist ein sehr gefälliges Auto geworden. Denn beim Design hat man nicht bloß einen Rucksack an den Fünftürer gepappt, sondern die Opel Designabteilung hat den Sports Tourer wirklich zu Ende gedacht. So sitzt das Nummernschild beim Sports Tourer höher, um eine tiefere Ladekante zu ermöglichen. Und auch die Dachlinie wurde mittels Kontrastfarbe kaschiert, um den bauartbedingten schweren Hintern eines Kombis optisch aufzulockern. Ein Designschmäh, der Opel gut gelungen ist. Doch schön alleine reicht bei einem Kombi nicht, denn in erster Linie geht es um Praktikabilität und Laderaum. Mit bis zu 1634 Liter bei den Verbrennern und mit bis zu 1553 Liter beim teilelektrifizierten Astra Sports Tourer kann man sich schon sehen lassen. Der Sports Tourer ist erstens der Lademeister von uns im C-Segment. Zweitens ist er ein dynamisch ganz charakteristisches, tolles Fahrzeug, was also in dem Design sehr, sehr einzigartig ist. Und drittens bieten wir an, also Technologiekompetenz, die wir haben im Pure Panel mit den Intellilux-Scheinwerfern und auch diesen ganzen und unsere Reisekomfort, den wir anbieten. All das zusammen bietet dieses Fahrzeug. Reisekomfort bieten vordergründig die AGR-Sitze und der wirklich gute Federungskomfort. Der Astra Sports Tourer ist keine Sänfte, doch ein guter Straßensurfer. Soft, wo er muss und knackig, wo es notwendig ist. In Summe ist das ideal für ein ausgewogenes Fahrerlebnis. Doch eine Sache gibt es, an die sich traditionelle Opel-Fahrer eventuell erst gewöhnen müssen. Was mich wirklich überrascht, ist die Lenkgeometrie vom Astra Sports Tourer und auch vom fünftürigen Astra. Und zwar die ist relativ unopelig. Nämlich das recht spitz. Man muss sich im ersten Moment schon daran gewöhnen, dass das Auto so direkt darauf reagiert. Und da spreche ich jetzt nicht von irgendeiner extra scharfen Version, die es vom Astra nicht gibt, sondern halt vom Hybrid. Und dem Diesel und dem Benziner ist es ganz genauso. Wenn du einlenkst, ist es so, dass das Auto gefühlt sogar noch immer ein bisschen mehr in die Kurve rein will, wie einer selbst. Aber das ist einfach ein Gewöhnungseffekt. Und an das gewöhnt man sich dann auch relativ rasch. Opel bringt mit dem Astra Sports Tourer gute Rüsselsheimer Tugenden zurück. Die Macher bedienen sich dabei zwar an den besten Teilen aus dem Stellantis Megakonzern, doch der Endkonsument wird das nicht bemerken. Denn wenn der Astra Sports Tourer eines ist, dann ist es, dass er ein echter Opel ist. Und zwar ein ziemlich guter.
Der Opel Astra als Fünftürer ist ja schon sehr gut eingeführt worden. Und jetzt noch der Sportstourer, nämlich der Astra mit extra viel Platz. Also über 1600 Liter geht in den Kofferraum rein. Als Hybrid sind es ein paar Liter weniger. Aber so oder so hat man genug Platz und bekommt dazu ein Fahrzeug mit modernster Antriebstechnologie. Aber keine Sorge, auch ein Benziner und ein Diesel wird bald geliefert. Und wer brav wartet, 2023 ist es soweit, weil dann ist der Opel Astra Sportstourer voll elektrisch.